Moin Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Trap Talk. Heute soll es um die Vergangenheit und die Zukunft von Soup gehen, aber auch wie es momentan ist, also auch was für Server es gibt. Und jo. Gab. Und gab, genau. Also dabei haben wir heute einen Gast, nämlich Ichrechner AG. Der Hi. Kann sich mal ganz kurz vorstellen. Jo, ich bin Ichrechner AG, aka Nico. Mache auch YouTube und ich habe gefragt, ob ich mal dabei sein kann, weil ihr letztes Mal, glaube ich, gefragt habt, ob noch andere YouTuber mitmachen sollen. Und dann habe ich mich halt gemeldet und das ist auch mein Thema, was ich vorgeschlagen habe in den Kommentaren letztes Mal. Wir werden jetzt nicht über MCPVP sprechen, sondern hauptsächlich, wenn wir über die Vergangenheit reden, simpel, weil da nicht alle von uns dabei waren. Und ich meine, die meisten von euch, die das Video sehen, auch MCPVP nicht miterlebt haben. Also... Simple war ja der Server von Patrick GRG, Kumonota und noch irgendwem. Xfleance. Xfleance. Wie auch immer man ihn ausspricht. Ja. Und ist der down gegangen vor einigen Monaten, weil die irgendwie gehackt wurden oder so, habe ich mich nicht genau informiert. Ja. Die Datenbanken wurden gehackt und es konnte auch nicht garantiert werden, dass die E-Mail-Adressen und Passwörter sozusagen von den ganzen Spielern geklaut wurden. Deswegen haben die den Server geschlossen, das Servernetzwerk geschlossen. Und was, glaube ich, auch nicht klar war, ob die überhaupt an die ganzen Serverdaten, also ob die wiederherstellbar sind. Zu der Vergangenheit von Simple kann man halt sagen, dass es, dass der Server nicht nur down gegangen ist durch diesen Mega-Hacker-Angriff. Der Server ist halt auch schon an den Spielern kaputt gegangen und auch an den ewigen Kitten-Nerfes. Die Spieler haben sich halt immer beschwert, dass die Kits zu sehr genervt werden, zum Beispiel Grappler, Kanga und so weiter. Die Pilzlage war halt auch absolut schlecht, meiner Meinung nach, auf Simple damals. Das macht Dojo zum Beispiel jetzt viel, viel besser, aber dazu kommen wir später noch. Und ja, ich glaube, der Server ist nicht nur durch dieses Dings halt, durch diesen Hackangriff kaputt gegangen, sondern auch durch die Community an sich. Man kann auch noch dazu sagen, dass es auf Simple damals ein Komitee gab, ein Komitee für HG. Und ja, da waren so einige Leute drin, die eben viel HG gespielt haben oder früher viel HG gespielt haben. Und das war an sich eigentlich eine gute Idee, nur ich fand die Umsetzung jetzt nicht ganz so gut. Aber vielleicht kommt sowas auf zukünftigen Servern ja auch. Neben den gerade genannten Sachen könnte man, glaube ich, auch sagen, dass ein Grund, wieso Simple auch down gegangen ist, halt auch war, dass Minecraft generell halt total im Untergang war. Und generell Minecraft viel weniger Spieler hatte und dadurch halt dementsprechend auch die Sub-Community. Total viele Leute haben einfach Minecraft gequittet und so. Ja, und deswegen hat Simple dementsprechend dann auch weniger Spieler. Vor ungefähr 3 Wochen hat Dojo aufgemacht. Es ist der letzte Dojo-Try, da es halt schon so viele Tries gab und Schmocki jetzt aufgegeben hat. Wenn dieser Try nichts mehr wird, ist er kein Dojo mehr. Und ja, Dojo ist der einzige HG-Server, welcher zurzeit offen ist. Gab zwischenzeitlich zwischen Simple und Dojo halt auch immer mal wieder HG-Server, welche halt aber sich nicht lange gehalten haben. Zum Beispiel nur irgendwie 1-2 Wochen und halt auch nicht wirklich krasse Spielerzahlen hatten. Dojo ist der erste HG-Server, welcher wieder konstante Spielerzahlen hat, welche dann auch im dreistelligen Bereich liegen. Dojo ist aber nicht nur ein reiner HG-Server, sondern auch ein Hit-Server. Also man kann mit Abilities 101 spielen und was weiß ich. Und deswegen sind halt nicht alle Spieler rein in HG und das Verhältnis ist ungefähr gleich von Kit und HG, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit dem Vergleich zwischen Dojo und Simple weiter. Also, was uns an welchem Server besser gefallen hat, was wir an dem anderen, also an einem von den beiden Servern schlechter fanden und ja. Ich fange mal an mit der Website. Auf Simple gab es nämlich extra eine Website, wo man zum Beispiel über die Stats alles genau nachgucken konnte, jede Runde nachverfolgen konnte. Und es gab auch ein richtiges Forum, das gibt es auf Dojo auch nicht. Auf Dojo gibt es eigentlich nur eine Website, wo man sich halt Ränge kaufen kann, was ich jetzt nicht so nice finde, weil es halt wirklich keine Möglichkeit gibt, irgendwie so die Stats nachzuschauen, außer halt mit dem Command in-game, wo man aber nicht wirklich viel sieht. Fand ich auch Simple auf jeden Fall nice. Der einzige Forum-Aspekt, den es zurzeit halt gibt, ist der Discord, wo halt die Mods versuchen, ja, irgendwie einem zu helfen, aber man kann es jetzt nicht wirklich als Forum ansehen, weil es halt irgendwie nicht so wirkliche Diskussion gibt, sondern irgendwie so auf Discord sind meistens ziemlich nicht Trolls, die sich dann irgendwie einfach nur dumm benehmen und irgendwelche Scheiße schreiben dazu. Ja, also da würde ich auch sagen, dass es auf Simple einfach
viel mehr durchdacht war und halt, ja, ich sag mal, auch mehr auf die Community halt bezogen war, als nur dieses Ränge kaufen. Also ist meine Meinung jetzt. Da muss ich gegensprechen. Also ich finde das auf Dings, also das mit dem Ränge ist natürlich klar. Ich fand das gut, dass man bei Simple die ganzen Stats einlesen konnte und so weiter, aber der Discord-Support von Dojo ist super. Ich habe einfach von 4 verschiedenen Admins, von 4 verschiedenen Staff-Membern, innerhalb von 45 Minuten eine Nachricht bekommen auf meinen Entbannungsantrag. Und, ja, das hattest du ja auch an sich auch auf Simple, wenn du irgendwie auf den TLS gegangen bist und dann in den Support-Channel. Ich habe mega lange warten müssen. Ich wurde einmal auf Simple gebannt und ich habe mega lange warten müssen. Ja, ich musste halt auch immer lang warten. Also auf Dojo, finde ich, geht das 10-mal schneller. Halt nur das Entbannen, aber mehr sonst auch nicht. Ich finde halt, also ich würde halt sagen, so aus dem, was ihr jetzt gesagt habt, dass das auf Dojo halt wesentlich schneller geht, wie ihr halt gerade gesagt habt, und dass man aber meiner Meinung nach von den Möglichkeiten her, wie man auf Simple eigentlich jemanden erreichen hätte können, so, also durchs Forum zum Beispiel jetzt, rein von der Website her halt auf Simple den Vorteil hatte. Auch wenn hat halt einfach nur auf Dojo den Vorteil, dass es halt schneller mit den Unbands geht, aber sonst hat man halt Suggestions für GHG selber auf halt viel besser. Jetzt, wo wir gerade schon bei den Unbands waren auf Simple, kam das Problem dazu, dass man ziemlich oft geautobannt wurde für eine Dreiviertelstunde, auch wenn man nicht wirklich was gemacht hat. Das Problem gibt es jetzt auf Dojo nicht. Und bei Simple wurdest du eben halt total oft gebannt, obwohl du nichts gemacht hast für eine Dreiviertelstunde und musstest dann extra auf den TS von denen joinen und dich entbannen lassen. Und zwar ist das Dojo-Anti-Cheat so, glaube ich, dass das, keine Ahnung, die Dateien liest, also muss es ja. Weil mein Bruder geht mit Cheats auf den Server und er kann sich halt nicht mehr bewegen. Er steht 5 Sekunden mit Cheats AFK rum und wird weggebannt. Dann versuche ich halt auf meinen Account zu joinen, auf meinem Ich-Rechner-HG-Account. Natürlich werde ich dann halt für Ban-Evision gebannt, also für Bannumgehung. Was ja an sich auch erstmal gar kein Problem ist, ist ja auch verständlich, gleiche IP und so weiter. Blablabla. Dann gehe ich halt auf den Discord, schreibe ein paar Leute an, schreibe Chris7O an, schreibe den Dojo-Bot halt an, schreibe einen Entbannungsantrag. Da wird halt erstmal gemeint, geht nicht. Könnte ja auch einfach nur sein, dass du halt mit einem Alt gebannt hast und jetzt mit deinem Main online gehen möchtest. Meinten die halt, hol doch mal deinen Bruder ans Mikrofon und guck, dass der vielleicht dazu gibt, dass er gecheatet hat und so weiter. Und das haben wir halt so gemacht. Und dann wurde ich auch instantly entbannt. Das fand ich halt extrem nice, dass das so schnell ging vor allem. Das war vielleicht eine Stunde höchstens, dass mir geantwortet wurde. Allerhöchstens jetzt. Also vor allem finde ich das halt auch stark. Also wenn du jetzt sagst, halt ohne, dass er was gemacht hat, so. Also wenn das dann wirklich aus den Dateien rausgelesen wird, finde ich schon sau stark. Und klar könnte man jetzt sagen, dieses mit dem, hol mal deinen Bruder ans Mikrofon, da könnte man halt schon so reintrollen und halt irgendwen ans Mikro holen. Aber letztendlich braucht sich Dojo gar keine Gedanken darüber machen, weil selbst wenn diese Leute dann nochmal versuchen zu cheaten, werden sie ja instant wiedergebannt. Also letztendlich haben die überhaupt kein Risiko, auch wenn sie dann sowas machen, wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist aber schon kritisch, dass man dann trotzdem jemanden so noch drauf lässt. Aber das Ding ist halt, es hat halt trotzdem manchmal noch Fehler, zum Beispiel, wenn man sich das irgendwie bei Ninetale, weil Ninetale wird alle 20 Minuten gebannt, obwohl er nicht cheatet. Damals auf Simple war es halt irgendwie so, es gab OP-Kids und absolut schwache Kids, die nichts konnten, gefühlt. Das hat irgendwie, finde ich, auf Doge ein bisschen mehr Balance. Es gibt natürlich immer noch OP-Kids und Kids, die gar nichts raffen. Aber es sind halt aber auch viele Kids einfach, die so in der Mitte sind, was es halt auf Simple nicht wirklich so gab. Ja, also wie wir vorher ja auch schon angesprochen hatten, dass es auch ein Grund war, dass Simple down gegangen ist, dieses Totnerven von starken Kids oder keine Ahnung, also solche Sachen. Es wurde halt meiner Meinung nach viel zu viel an den Kids rumgeschraubt, aber wo ich trotzdem für Simple sprechen muss, und das ist zwar jetzt momentan bis Neujahr auf Dojo genauso, aber dass man halt die Möglichkeit hatte, jedes Kid immer zu spielen, das hat mir persönlich halt besser gefallen, weil man dann halt nicht wirklich, also klar, wenn man mehr spielt, kann man auch viele verschiedene Kids kaufen, aber weil man dann halt wirklich jede Runde das spielen kann, worauf man gerade Lust hat. Also das hat mir besser gefallen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen über die Mini-Fees-Situation sprechen.
Auf Simple war es halt so, dass die eine Zeit lang richtig OP waren und jeder Kengar gespielt hat, weil eben so viele Dias und Eisen in den Minifeasts waren. Ich habe da auch einen Screenshot, wo ich irgendwie so nach 10 Minuten eine Dia-Chest, ein Dia-Schwert und den Rest Eisen hatte, nur durch Minifeasts. Es ist halt krank OP. Dojo finde ich das richtig gut gelöst, weil dort eben, je nachdem, was für Stuff du hast und welches Kit du spielst, also ich glaube, das kommt sogar auch ein bisschen aufs Kit an. Weil eben da abhängig davon, was für ein Kit du hast und was für ein Stuff du hast, angezeigt wird, wo das Minifeast ist. Da wird es nämlich entweder gar nicht angezeigt oder nur Post-Snack oder halt, ja, ihr versteht, was ich meine, also in welchem Quadranten das ist. Oder halt die genauen Chords, so wie man es von Simple kennt. Ich finde das ziemlich gut gelöst. Im Minifeast ist auch kein OP-Stuff mehr drin wie auf Simple, das finde ich auch gut. Und allgemein spielen nicht so viele Leute Kengar wie auf Simple. Also ich finde die Minifeasts auf Dojo manchmal sogar zu schlecht, weil man manche gar kein Eisen hat. Und das mit irgendwie den Chords anzeigen, das ist halt irgendwie manchmal random ist. Ich finde es halt meistens eher random, als irgendwie so irgendwer wann angezeigt bekommt, wo es genau ist. Ich hätte es halt eher so gerne wie auf Simple damals zum Ende hin, wo halt dann halt es immer nur irgendwie zwischen 200, 200 Blöcken irgendwie so angezeigt wurde halt. Wo es dann halt komplett zwischen 200 Blöcken sein konnte. Also, ich habe da so eine Meinung, die genau zwischen euch beiden steht, würde ich sagen. Also, einerseits würde ich halt auch sagen, dass die Minifeasts vielleicht wirklich ein bisschen zu schwach sind, aber auch nicht so krass. Also, ein bisschen stärker gemacht werden könnten die schon noch. Vor allem jetzt, wo man halt das drin hat, mit diesem, dass das halt für Leute mit besserem Equip anders angezeigt wird als für Leute mit schlechterem Equip. Wenn, solange das dann halt auch wirklich gefixt ist. Also wenn man sich wirklich sicher sein kann, dass, also wie Justin ja auch gerade schon gesagt hat, manchmal ist nicht wirklich klar, bei wem wird das jetzt angezeigt und bei wem nicht, habe ich manchmal auch das Gefühl. Aber wenn das wirklich so funktioniert, wie es soll, dann finde ich das eigentlich, also finde ich es eigentlich total gut gelöst und dann könnten meiner Meinung nach die Minifeasts auch ein bisschen noch stärker gemacht werden, weil die haben halt dann eben schlechteren Stuff, denen das eher angezeigt wird und dementsprechend passt es dann auch besser. Und zu der Sache damit, dass es halt im Minifeast keine Dias gibt. Ich glaube, das ist jetzt halt fast wirklich zu 1% höchstens so, dass man Dias bekommen kann. Also, ich glaube, ich hatte jetzt einmal noch Dias, nachdem es gefixt wurde, beziehungsweise genervt wurde. Oh, aber dafür gibt es halt generell irgendwie mehr Dias, habe ich das Gefühl, aus Tempeln und so. Und aus Secrets, weil es halt irgendwie mehr Tempel gibt, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise immer irgendwie zwei Tempel auf der Map. Dadurch hat man irgendwie im Generellen mehr Dias, was ich halt irgendwie so nerven würde. Ja, als letztes würde ich dann noch drüber reden, wie das jetzt mit der Zukunft vom Soup im Allgemeinen aussieht. Und erst fangen wir jetzt an mit Dojo. Also, zuerst würde ich sagen, dass wir natürlich hoffen, dass Dojo jetzt so lange wie möglich offen bleibt und nicht einfach in einem Monat zumacht und dann gibt es erstmal wieder keinen wirklich guten Soup-Server. Haben wir ja erwähnt, dass es mit Dojo jetzt der erste Server ist, der es nach Simple wieder geschafft hat, wirklich anständige Spielerzahlen zu erreichen. Deswegen wäre es wirklich schade, wenn der jetzt zumachen sollte. Wenn ihr dieses Video seht, vor 2 Wochen gab es auf SoupGG die ersten Alpha-Tests. Es waren 2 Events, einmal mit Whitelist und einmal ohne Whitelist. Die Events liefen ziemlich gut ab und ich kann mir auch vorstellen, dass SoupGG gute Spielerzahlen haben wird. Nur wenn halt beide Server gleichzeitig offen sind, wird sich wahrscheinlich die Spielerzahl halt splitten. Aber ich denke, dass auf lange Zeit SoupGG die Spieler an sich ziehen wird, weil eben Dojo nicht ein kompletter HG-Server ist und SoupGG eben schon. Und dadurch ich eben denke, dass SoupGG sich halt komplett auf HG fokussiert und eben dadurch einfach besser für die Community ist als Dojo, weil Dojo eben eher eigentlich auf dieses 1-on-1-System ausgelegt ist. Ich habe beide Alpha-Tests auf SoupGG mitgespielt und ich muss sagen, ich fand es wirklich ziemlich nice, da zu spielen. Ich finde es halt an SoupGG, es gibt den Vorteil, was wir vorhin erwähnt haben, was wir in Dojo nicht so gut finden, zum Beispiel, dass es halt nicht alle Kids 3 sind. Es ist halt auf SoupGG sind alle Kids 3 und es gibt viel mehr Kids auf SoupGG. Auf SoupGG sind es, glaube ich, 81 Kids, Dojo um die 45, glaube ich, so ungefähr. Und dann hat man halt irgendwie so einfach eine viel größere Variation an Kids und man hat halt irgendwie viel mehr Abwechslung und dadurch wird es halt mehr Spieler binden,
weil es halt einfach diese Abwechslung gibt. Aber ich könnte halt als Problem von SubGG einfach sehen, dass viele, dass da manche denken werden einfach, es sind zu viele Subs, weil es sind halt schon viele Subs an sich, dafür halt Kids. Weniger Coco Beans als Ach so, nee, auf, never mind, ich bin dumm. Dafür halt aber weniger Coco Beans als auf Dojo. Und ein Feature von SubGG, was ich ganz cool finde, es ist so wie in Fortnite aufgebaut mit der Zone. Also es gibt immer einen Punkt der Endzone. Dahin verschiebt sich die Border und die wird halt auch immer kleiner. Geil. Dann sieht man die Border auch, eine kleine Frage. Nein, das ist das Problem. Okay. Zur Zeit, als der Alpha-Test jetzt war, konnte man die Border leider noch nicht sehen. Nur in 1.8, oder? Ich glaube schon. In 1.8 konnte man. Seit des Alpha-Tests hat man auf jeden Fall in der 1.7 die Border noch nicht sehen können. Deswegen war es ein bisschen problematisch, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es extrem cool wird, wenn halt einfach, es gibt nicht so das Pit, sondern dass die Border einfach immer kleiner wird an der Overworld und dadurch halt irgendwie schneller abläuft, habe ich das Gefühl, weil es halt irgendwie so die Border sich verschiebt und niemand genau weiß immer wohin. Ich hatte ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass die Minecraft-Community am Anfang diesen Jahres total ausgestorben ist und alleine das jetzt so mit Dojo zum Beispiel, die Sub-Community halt wiederkommt und man merkt, es sind trotzdem noch viele Spieler. Das zeigt halt einfach, wie stark diese Sub-Community trotzdem ist und dass sich trotzdem noch total viele Leute für Sub trotzdem interessieren. Ja, und deswegen hoffen wir halt auch, dass sich die Sub-Community halt weiter so hält und dass sich auch die Server halten, sodass die Sub-Community halt nicht wieder total down geht und es wieder keinen Server gibt, sondern dass das einfach so bleibt, wie es jetzt ist oder vielleicht sogar noch ein paar Spieler in die Sub-Community rüberkommen. Ja. So, Jungs, das war's dann auf jeden Fall mit der zweiten Folge von Trap Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, schreibt sie wieder in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.